Also, wir waren jetzt gerade beim Schlangentempel. Jetzt habe ich einiges rausgefunden. Und zwar das Wasser, was ich euch da gezeigt habe. Und hier dieser Tempel auch, ist auch an diesem See, sage ich jetzt mal. Das sind Heilertempel. Ich wusste es, aber ich wusste es nicht. Manchmal sieht man den Wald, den Baum vor oder lauter Wald nicht, oder den Wald vor lauter Bäumen nicht. Schlangenenergie und die Drachenenergie steht dafür, dass du ein Heiler bist oder im Heilungsprozess bist. Das ist auch die Kundalini-Energie. Ist ja logisch, macht ja total Sinn. Also alle Drachen unter euch sind Heiler. Das sind Aktivierungen. Und dann macht es auch Sinn, wenn Mama sagt, oh, die Drachen sind so böse. Aber klar, die Drachen stehen für diese weibliche heilige Energie und für die Heilung. Und für die Kleinkinder. Wie süß. Hallo. Hallo. Hi. Und ihr seht hier wieder auch das Wasser. Ja, ganz wichtig. So, und jetzt lasst mich euch das erklären. Und zwar, der meinte, ich habe dann nämlich ein bisschen mitgehört, was er so erklärt hat, der Tourführer. Da sind ja so viele hier in allen möglichen Sprachen. Und der hat gesagt, dass wir haben das Wasser und die Menschen sind da hingegangen, um sich heilen zu lassen. Das heißt, je nachdem, also wir haben ja auch Vata, Pitta, Kapha. Das ist ja im Ayurveda, das sind bestimmte Menschentypen, die bestimmte Charakteren haben, zum Beispiel übergewichtig, ölige Haut, trockene Haut, eher luftig, eher Probleme mit dem Nervensystem oder mit dem Körperlichen. Und diese Elemente, zum Beispiel, wenn du sollst ja kein Kokoswasser trinken abends oder kein Kokosöl nehmen abends und auf den Kopf nehmen, weil es kalt ist und kühlend ist, so wie Joghurt kalt und kühlend ist. Und deswegen haben bestimmte Nahrungsmittel Hitze oder Kälte und lösen bestimmte Reaktionen im Körper aus. Man sagt ja auch, zum Beispiel in Deutschland war es, wenn du Kuchen gebacken hast, du sollst kein, wie war das, Wasser trinken und dann die Zwetschgen essen, sondern du sollst, nee, ich weiß gar nicht mehr, der Papa hat mir das immer erklärt und hat gesagt, die Zwetschgen nicht essen und dann trinken, weil dann kriegt man Blähbauch. Irgendwie sowas und dann kriegt man Bauchweh. Also, und das war aber auch mit einem warmen Kuchen essen. Ich weiß aber nicht wieso, weil mittlerweile isst da jeder warme Kuchen. Aber das war auch sowas im Deutschen. Und mega schön. Also das ist ein alter Heilertempel. Jetzt lasst uns mal da hingehen und das angucken. Und je nachdem haben wir ja bestimmte Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft, was ja auch im Feng Shui ist, wenn man das Haus und die Wohnung einrichtet. Schaut den tollen Baum an. Auch riesig, oder? Wow. Und die haben dann gesagt, je nachdem, was die Leute für Krankheiten hatten, dann sind sie in das bestimmte Becken für das jeweilige Element reingegangen und haben dort gebadet. Und die heiligen Priester oder Priesterinnen haben dann mit Mutter Erde die Kräuter besorgt und geholt. Und die Leute sind dann dort geheilt worden. Auch interessant. Also hier auch definitiv Shiva-Energie, weil sonst hätten wir keinen Shiva-Lingam. Gell? Ich weiß jetzt nicht, ob man das Shiva-Lingam nennt oder wenn dann hier diese Kuppel da ist. Aber das könnt ihr selber nachrecherchieren. Hier, Lotus. Ich werde immer an Orte geführt, ich weiß immer nicht warum und dann hinterher stellt sich raus warum und ich finde es einfach nur mega genial. Hier wieder. Und dann hat man natürlich, dann macht es auch Sinn mit den ganzen Einweihungskammern. So nenne ich das jetzt mal. Die werden wahrscheinlich andere Erklärungen haben. Also der ganze Punkt in dem Ganzen. Seht ihr das Licht? Yay! Seht ihr das? Das Wichtigste beim Heilen ist immer, egal was ihr macht, wer ihr seid, woher ihr kommt, mit wem ihr arbeitet, dass die Person immer mit der Quelle arbeitet.
Ja, ich habe eine Verbindung mit den Arcturianern, aber wenn ich heile oder so, dann hole ich nicht diese Elemente oder. Seht ihr das? Oh mein Gott, das Licht. Seht ihr das? Hi. Da sind auch Fledermäuse. Mal in Mexiko, da sind wir einen Berg hoch und zu jeden Abend, wenn da war eine Riesenhöhle und jeden Abend, wenn die Sonne unterging, dann kamen natürlich die Mücken und dann waren tausende Schwärme von Vögeln, die dann alle eine Minute alle zu. Hier, schaut, ihr seid live dabei. So, dann merkt ihr, ich rede nicht immer nur, sondern es ist so, hier, seht ihr das? Ah, das war so ein roter, wunderschöner gelber Feuersalamander. Element Feuer. Weiß ich nicht, ob du den noch siehst. Auf jeden Fall hat er sich gezeigt. Hier, seht ihr? Ihr seid live dabei. Das sind meine Tempeltouren. Hi. 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 Ich liebe es. Ich liebe es. Ohne Witz. So. Und immer mögt der höchsten und reinsten Quelle arbeiten. Natürlich gibt es viele Gottheiten. Das ist ja auch nicht das Thema. Und wir sollen auch dankbar sein für alles, was ist. Aber ihr wollt auch nicht euch öffnen für irgendwelche komischen Fremdenergien und Besetzungen. Man ist halt nicht immer fit. Und gerade das Körperbewusstsein, wenn man krank ist, dann ist man nicht ganz zu 100% im Körper. Und wenn man nicht zu 100% im Körper ist, kann man auch nicht heilen. Man ist ständig im Stresszustand, die Nerven sind überfordert. Und man lässt andere Energien in den Körper ungewollt, weil man nicht ganz zu 100% im Körper ist, durch Trauma, durch Schocks, was auch immer. Und das ist Heilung. Und die Lösung zu allem ist wirklich zu gucken, warum ist man nicht ganz im Körper? Was hat man erlebt als Kind? Warum will man nicht auf der Erde sein? Es gibt so viele Möglichkeiten. Und Menschen, die Nahtoderfahrungen hatten, die sind auch ganz oft oder die Drogen konsumiert haben, Ayahuasca, die sind alle nicht ganz zu 100% im Körper. Und dann ist man ständig in diesem, wo das Nervensystem total überfordert ist, wo man mit der Erde, mit allem überfordert ist und dann nichts mehr im Fließen ist. Und jetzt schaut mal, hier haben wir wieder die Gesichter. Das sind ja, zu mir hat gestern jemand gesagt, die Brahmen-Energie. Wir haben ja die höchsten Götter im Hinduismus in Shiva. Vishnu und Brahma und Brahma ist der mit den vielen Gesichtern. Und wenn ich dann aber mal gucke oder versuche, was zu googeln, da kriegt man gar nicht viele Infos. Aber hier haben wir jetzt den Brahma, glaube ich. Und für mich ist es einfach die vielen Gesichter. Einfach, ja, wir sind auch viele Aspekte, eben die Elemente Feuer, Wasser, Erde. Dann, wir sind aber mal fröhlich, mal traurig, mal wütend. Schau, der ganze Tempel ist umgeben von Wasser. Und wir sind alle Elemente, wir sind Feuer, Wasser, Erde. Und wir sind Liebe, das Wichtigste. Wenn ihr den Film nicht kennt, das fünfte Element, dann schaut euch das an, wenn ihr den kennt. Dann schaut es euch nochmal an. Ich finde das fünfte, oh mein Gott, das fünfte Element ist eins der besten Filme überhaupt. Die machen Sinn und total tiefgehend. Ganz liebe Grüße von diesem wunderschönen Heiler-Tempel. Oh mein Gott, ich liebe diese Orte, die sind so schön. Toll, oder? Mega. Also, der Punkt ist, Heiler-Tempel sind Drachenschlange-Energie. Innere Heilung. Erwachen.